Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen bei den Fotokoch Online Fototagen und damit auch gleichzeitig dem 100-jährigen Jubiläum von Fotokoch. Gratulation an dieser Stelle. Mein Name ist Mike Suminski und ich stelle euch in diesem Video den Gion Crane 2S vor. Der legendäre Crane 2 bekommt jetzt ein Update und heißt Crane 2S. Natürlich steht das S für Suminski, denn das ist meine persönliche Signature Edition. Nee, Spaß beiseite. Gemeinsam mit Devi Ananda und Christoph Weingart habe ich ein kleines Musikvideo gedreht, um den Crane 2S auch mal richtig zu testen. Crazy, thinking about the way I was, did the heartbreak change me? Der Crane 2 war damals mein allererster Gimbal von Geontech und war auch schon damals dafür bekannt, ein echtes Arbeitstier zu sein. Und jetzt schließt der Crane 2S die Lücke zwischen dem großen Crane 3S, also dem hier, und dem etwas kleineren Weebel S, dem hier. Der Crane 3S ist vor allem für größere Kamerasetups gedacht und der Weebel S hier trägt so ziemlich alles, was eine DSLR, DSLM ist, hat aber auch seine Grenzen. Aber zum Beispiel eine Blackmagic Pocket 4K und auch 6K trägt er, wobei man da mit ein paar Gegengewichten arbeiten muss. Und hier kommt der Crane 2S ins Spiel. Das System läuft jetzt mit der 9. Algorithmus-Generation und auch die Motorleistung wurde deutlich verbessert, sodass Kamerasetups wie zum Beispiel die Panasonic S1H oder die Canon 1DX Mark III, aber auch die Blackmagic Pocket 4K und 6K kein Problem mehr sind. Sowohl von der Größe her als auch sowieso vom Gewicht her. Hier dieser Arm wurde einmal verlängert, sodass gerade auch größere Kamerasetups, also zum Beispiel die höheren Kameras wie die 1DX, jetzt ohne Probleme raufpassen. Vorher beim Crane 2 funktionierte das auch, man musste aber dieses komplette L-Bracket mit einem neuen austauschen und dann ging das, also man musste umbauen, damit das funktionierte. Hier muss man das Ganze jetzt nicht mehr umbauen. Mit der Blackmagic Pocket 4K haben wir das Ganze auch mal mit dem Aaron getestet. Vielen Dank an dieser Stelle dafür, dass ich das machen konnte. Und zwar gerickt, also mit einem Cage drumherum und mit einer T5 Festplatte obendrauf hat das ohne Probleme funktioniert und selbst beim Filmen konnte man zoomen. Das Objektiv ist also vorne rausgefahren und das hat auch wunderbar funktioniert. Eine weitere Besonderheit, die bisher nur mit Zubehör möglich war, ist das Filmen im vertikalen Modus. Man kann die Kamera sowohl horizontal befestigen, als auch hier gibt es nochmal einen Einschub für die Stativplatte und dann kann man horizontal filmen. Gerade dann spannend für die Content Creator, die jetzt für TikTok oder Instagram oder sowas in 9:16 produzieren müssen oder auch für Leute, die hin und her switchen müssen. So kann man einfach hier reinschieben, da reinschieben, schnell umbauen, ohne neu zu befestigen oder eine zweite Stativplatte irgendwie dran zu befestigen oder sowas. You don't wanna see me dancing with somebody. Es ist auch möglich, noch weiteres Zubehör zu befestigen. Wir haben hier an den Seiten jeweils ein 1/4 Zoll Gewinde und unten, da wo das Stativ gerade dran ist, ist ein 3/4 Zoll Gewinde, wobei da ein Adapter drin ist auf 1/4 Zoll, aber wenn man den rausschraubt, kann man 3/4 Zoll Stative zum Beispiel befestigen. An der Stativplatte vorne kann man so eine Objektivstütze befestigen, die auch im Lieferumfang enthalten ist und man kann bis zu 2 externe Motoren für Zoom und Fokus befestigen. Die sind nicht im Lieferumfang enthalten, zumindest nicht im Standardpaket. Und man kann zwei einmal hier und einmal hier einbefestigen. Die werden dann per USB-C, da gibt es auch jeweils 2 Anschlüsse, direkt angeschlossen. Und dann kann man im Gimbal-Menü einstellen, welcher Motor dann mit diesem Drehrad hier gesteuert werden soll. Es gibt 2 verschiedene Motoren. Es gibt den Light-Motor, den Max-Motor. Das kann man jeweils im Menü auswählen. Und dann kann man auch auf den elektrischen Fokus
switchen im Menü. Manche Kameras und manche Objektive unterstützen das, dass man die Kamera per USB mit dem Gimbal verknüpft und dann die Steuerung über das Drehrad hier an der Seite direkt funktioniert, ohne externen Motor. So habe ich das zum Beispiel früher beim Crane 2 mit meiner 5D Mark III gemacht. Da konnte ich über das Drehrad direkt steuern, ohne so einen Fokusmotor. Kommen wir jetzt zur maximalen Tragekapazität. Der Crane 2 konnte damals minimal 500 Gramm tragen und maximal 3,2 Kilo. Jetzt hat mir Geontech keine offizielle Angabe gegeben, wie viel das maximale Payload ist. Soweit ich weiß, wird es auch keine Angabe geben, denn die empfehlen hier Kamerasetups, die hier ohne Probleme getragen werden können. Meine persönliche Einschätzung ist, dass hier 3,5 bis 4 Kilo ohne Probleme funktionieren. Der Crane 2 ist minimal größer geworden, das sieht man hier gerade am Motor. Hier gibt es keinen großen Höhenunterschied, aber er ist ein bisschen schwerer geworden, und zwar 500 Gramm schwerer, wiegt um die 2 Kilo. Der wog 1,5 Kilo, ich habe das mal mit meiner Küchenwaage mal selbst getestet. Um hier aber Gewicht noch zu sparen, weil das Gewicht kam hier gerade dazu, um stärkere Motoren zu verbauen, hat Gion sich dafür entschieden, den unteren Griff hier aus Carbon zu machen, um zumindest ein paar Gramm am Gewicht zu sparen. Hier vorne befindet sich ein Knopf, den man mit dem Zeigefinger bedienen kann. Damit kann man in den Follow-Modus wechseln, und im Menü kann man einstellen, ob man den Knopf einmal drückt oder gedrückt hält, um den Modus aktiv zu halten. Auf der Rückseite hat sich die Anordnung der Knöpfe nicht verändert. Wir haben jetzt hier ein etwas größeres OLED-Display, worauf wir das Menü besser sehen können. Die Leistung kann auf Low, Medium und High eingestellt werden, je nachdem, was für ein Kamerasetup man oben drauf hat. Ich habe das mal getestet mit meiner A7 S III und auch hier mit der Canon 5D Mark III, jeweils mit einem Sigma 50mm und 35mm vorne drauf, und ich musste die Motorleistung nur auf Low stellen, denn Medium war schon wieder zu stark. Das deutet darauf hin, dass man nach oben hin wirklich sehr, sehr viel Luft hat. Außerdem hat man die Möglichkeit, Autotune zu nutzen, wobei der Gimbal selbst analysiert, wie die Gewichtsverteilung ist und die passende Leistung einstellt. Über Custom kann man das Ganze selbst nochmal feintunen und selbst einstellen, ohne dafür extra in die Smartphone-App zu switchen. Unter dem Menüpunkt Camera kann man das Kamerasystem einstellen, welches man nutzt. Und wenn man eine Kamera nutzt, die vom Gimbal unterstützt wird, da gibt es eine Kompatibilitätsliste nachzusehen, die auch immer und immer wieder erweitert wird, dann kann man auch mit dem Griff direkt die Kamera steuern. Das bedeutet nicht nur die Aufnahme starten und stoppen, sondern Blende, Belichtungszeit und ISO direkt über den Griff einstellen, ohne an die Kamera greifen zu müssen. If you don't wanna see me dancing with Grundsätzlich haben wir sehr viele Einstellungsmöglichkeiten direkt schon im Gimbal-Menü, ohne dass wir in die Smartphone-App wechseln müssen. Trotzdem können wir die Zplay-App dafür nutzen, um die Motoren vom Gimbal fein zu tunen und die Stärke einzustellen. Wir können auch den Gimbal damit steuern. Wenn es die Kamera unterstützt, können wir sogar die Kamera damit steuern. Wir können selbstprogrammierte Panoramaaufnahmen machen, Timelapse-Aufnahmen und auch bewegte Timelapse-Aufnahmen, wo man bis zu 5 Wegpunkte sich selbst markieren kann, und der Gimbal verfolgt diese 5 Wegpunkte dann in der Zeit, die man ihm selbst vorgegeben hat. Sync Motion wird natürlich auch wieder unterstützt. Das bedeutet, dass man, wenn der Gimbal mit dem Smartphone gekoppelt ist und man das aktiviert, der Gimbal die Bewegung vom Smartphone verfolgt, ohne dass man etwas drücken muss, einfach nur mit der Bewegung des Smartphones. Interessant wird das Ganze aber, wenn man noch zusätzlich den Transmitter nutzt. Hier unten haben wir verschiedene Gewinde, und zwei davon sind dafür da, um den Transmitter zu befestigen, und damit kann zum Beispiel das Bild der Kamera per HDMI abgegriffen werden und ans Smartphone gesendet werden, oder wenn man zum Beispiel noch den Receiver nutzt, dann sogar an einen externen Monitor. Und dann wird es interessant, denn da können wir auch noch zusätzlich mit der Remote auch das Ganze aus der Ferne steuern, nicht nur das Bild sehen, sondern auch per Sync Motion den Gimbal steuern.
Und die Bildübertragung ist natürlich dann gerade interessant, wenn zum Beispiel noch jemand mitgucken soll oder ein zweiter Camera Operator da den Gimbal nochmal aus der Ferne steuern soll oder der Gimbal ist am Auto befestigt draußen und man möchte den steuern. Wir haben auch noch die Möglichkeit, Smart Follow zu aktivieren. Dabei kann man ein Objekt markieren im Bild und dann verfolgt der Gimbal automatisch das Objekt bzw. die Bewegung des Objektes, ohne dass man irgendwas machen muss. Kommen wir jetzt zu den Verschlüssen am Gimbal. Gerade hier an der Stativplatte, aber auch hier an den Seiten wurde auch nochmal verbessert. Das funktioniert butterweich, sorgt aber trotzdem für genug Stabilität und Sicherheit, dass nichts rausrutscht. Und man hat die Möglichkeit, jeder der Achsen auch nochmal zu blockieren. Das ist gerade für den Transport oder fürs Ausbalancieren geeignet. Dem einen oder anderen wird es wahrscheinlich schon aufgefallen sein, die Form vom Crane 2 wurde beibehalten. Der Motor sitzt hier hinten, also direkt vor dem Kameradisplay. Das ist oft sehr kritisiert worden. Ich fand das damals beim Crane 2 gar nicht so störend, aber der Crane 2S wäre nicht der Crane 2S, wenn er nicht unglaublich vielseitig wäre. Und wer sich daran stört, beziehungsweise wer kleinere, also nicht so hohe Kamerasetups nutzt, der kann einfach dieses Verlängerungsstück abmontieren. Das ist einfach mit ein paar Schrauben hier befestigt. Das wird rausgenommen. Der Motor wird hier unten befestigt und schon hat man einen Motor, der weiter unten ist und man hat freie Sicht auf den Kameradisplay. Der Gimbal verfügt über die klassischen sechs Bewegungsmodi. Wir haben einmal Pan Follow, das bietet uns Links- und Rechtsschwenker, aber dafür bleibt die Kamera in der Waage. Dann haben wir den Follow-Modus. Dabei schwenkt die Kamera auch jetzt nach links, rechts und hoch runter. Beim Lock-Mode bleibt die Kamera komplett gerade, egal was wir machen. Dann haben wir noch den POV-Modus. Dabei kann man in alle Richtungen schwenken und die Kamera schwebt sozusagen durchs Bild. Es gibt dem Ganzen so ein bisschen organischeren, natürlicheren Look und man hat sogar die Möglichkeit, das ganze System um 360 Grad zu drehen. Und bei 360 Grad Drehungen wird es dann nochmal interessant im Vortex-Modus, denn da können wir auch nochmal per Joystick und auch per Griffdrehung das Ganze steuern. Und dann haben wir noch den Go-Mode, wobei man mehr Leistung auf den Motoren hat und schnellere Bewegungen. Das ist sozusagen der Sportmodus. Die Akkulaufzeit wird mit mindestens 12 Stunden angegeben, wobei das natürlich sehr stark vom eigenen Gebrauch abhängt. Es kann deutlich mehr sein oder auch mal weniger, je nachdem, was man da drauf hat und wie oft man den Gimbal ein- und ausschaltet, wie stark der belastet wird. Ansonsten befinden sich hier unten im Griff ganz klassisch drei von den 18650er Akkus. Geliefert wird der Gimbal in so einem schicken grauen Hartstyroporkoffer. Im Lieferumfang enthalten sind auch nochmal alle nötigen Kabel und ein Ladegerät. Kommen wir jetzt zum Fazit. Er ist das Arbeitstier, wie man es auch schon kennt vom Crane 2. Also die Serie wird da definitiv fortgesetzt. Er ist sehr stark. Er greift sehr aggressiv in die Bewegung. Gerade wenn man vom Weebel S kommt. Also ich filme ja sehr viel mit dem Weebel S, der sehr leicht ist und sehr leichtgängig ist, zwar präzise und alles stabil, alles perfekt, aber wenn man den dann nimmt, merkt man, der kann zupacken. Das fühlt sich direkt anders an. Das fühlte sich auch direkt beim ersten Greifen an. Und auch der Aaron meinte, der den Crane 2 hat und damit filmt, der hat Dinge in die Hand genommen und hat das auch direkt bestätigt. Da sind die Bewegungen wirklich präzise, stabil, funktioniert super. Perfekt geeignet für Leute, die im DSLR-Bereich bis hin zu etwas größeren DSLRs, DSLM-Setups damit arbeiten und da die Variation haben wollen. Für Leute, die mit einer A7 III filmen, da würde ich immer noch den Weebel S empfehlen. Für Leute, die da mehr Luft nach oben haben möchten, vor allem auch so mit der Blackmagic Pocket, da ist das
definitiv meine klare Empfehlung. Der Crane 3 ist perfekt für große Kamerasetups, aber auch deutlich schwerer. Aber direkt auch mal die Frage an euch, was haltet ihr denn vom Geon Crane 2S? Wäre der was für euch oder eher nicht? Schreibt es gerne runter in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß bei den Fotokoch Online Fototagen, die vom 30. Oktober bis zum 8. November gehen, und ruhig die ganzen Jubiläumsdeals auch mal auschecken. Vielleicht ist da was Interessantes für euch dabei. Das war's von mir. Viel Spaß noch.